Hallo und willkommen zu einer weiteren Let's Play-Reihe von Northgard. Ihr wollt mehr sehen oder mal zu den Let's Plays hier passen, dann abonniert meinen Kanal. Hier geht es um das neue oder eher frische DLC. Das ist am 20. Mai erschienen, kostet 4,49 € zurzeit. Und das ist das Razzator's Clan of the Squirrel. Das ist nämlich der Eichhörnchen-Clan. Und falls ihr noch meine anderen Clan-Vorstellungen und Let's Plays nicht gesehen habt, dann schaut doch mal einfach in die Playlist rein. Weiter unten kommt dann auch natürlich Northgard. Da ist jedes eigentlich mit dabei und es gibt auch eine Clan-Vorstellung von jedem. Gut, wir spielen hier gleich mal los. Wir machen nicht lang rum. Es wird eine komplette Let's Play-Reihe bis zum Sieg, ja, bis zum Ende halt. Wir lassen hier alles so wie bei den anderen Spielen auch eingestellt. Und hier ganz unten angegliedert ist es Ratatorsk, der Eichhörnchen-Clan. Und zwar Ratatorsk, der Eichhörnchen-Clan. Unter der Führung von Kriegskoch Admirin erfreut sich der Clan des Eichhörnchens grundsätzlich gutes Essen und eine ausgelassene Lebensweise. Landläufig wird er selbst von seinen Verbündeten als spitzbübisch bezeichnet. Niemand kann mit Sicherheit sagen, ob er seine Angehörigen selbst im weiten Sinne als zuverlässige Freunde bezeichnen kann oder ob sie nichts weiter als spitzbübische Sträuche sind. In einem sind sich allerdings alle einig, kochen können sie. Die Anfangsboni vom Eichhörnchen-Clan sind, der Clan beginnt mit 2 Monate vor Winteranfang mit dem fieberhaften Anlegen von Vorräten und steigt seine Produktion während dieser Zeit zuverlässig um 30%. Den Winter selbst findet er allerdings schwierig und verbraucht mehr Nahrung und Holz. Der Eichhörnchen-Clan sammelt in seinem Hoheitsgebiet gebietsabhängig Zutaten. Der Herd, in dem Köche Mahlzeiten zubereiten können, ersetzt die Brauerei und gewährt große Boni. Andriminir ist euer Kriegshäuptling. Er kann zugewiesen werden, um mehr Zutaten zu erzeugen. Der Clan kann seine spezifischen Ratatorsk-Siege erreichen. Die Ruhmboni dazu sind eine helfende Hand bei 200 Ruhm. Ihr erhaltet Zutaten jeder Art per Schiff und erhält eure Zutatenlager um 200. Ihr könnt Mahlzeiten für eure Verbündeten zubereiten, schaltet Geschenkrouten beim Handelsposten frei. Thronraub ist bei 500. Ihr erhaltet Ruhm, wenn eure Bevölkerung die eures bevölkerungsreichsten Gegners übersiegt. Die Ankunft neuer Dorfbewohner erhöht sich um 5% pro 100 Ruhm. Und zu guter Letzt Festmahl von Valhall, und das ist bei 1500 Ruhm, schaltet das spezielle neue Rezept Festmahl von Wahl frei. Wenn es zubereitet wird, gewinnt der Eichhörnchen-Clan das Spiel. Das Relikt ist Yggdrasil-Wurzel. Das Gebiet, in dem Yggdrasils Wurzel errichtet wurde, wird unheimlich. Alle 4 Monate wird eine andere Zone unheimlich. Einheiten in unheimlichen Gebieten profitieren in bestimmten Abständen von Produktionsboni. Bei feindlichen Einheiten, die sich in einem unheimlichen Gebiet aufhalten, besteht die Chance, dass sie 5 Sekunden lang gegen ihren eigenen Clan kämpfen. Lediglich kurzer Sinn, wir starten natürlich gleich mal rein und starten klassischerweise mit dem Bau, wie bei allen anderen auch. Wir bauen gleich. Wir brauchen das Speerlager, wir brauchen ein Haus und wir brauchen hier noch die Holzfällerhütte, die bauen wir noch hier hin. Dann gucken wir mal, wie es weitergeht. Hier drüben sieht man die heiße Zeit. Wir gehen hier auf die Sachen. Und zwar gibt es hier oben Aufstockung. Ihr erhaltet +1 Nahrung, Holz pro gelagerten 100 Nahrung und Holz, maximal +10. Dieser Bonus unterliegt im Winter kein Abzug. Für Nahrungssilos ist kein Bauplatz erforderlich. Weiter hinten gibt es Kochkunstbeherrschung. Und zwar Kocheffekte haben eine verbesserte Wirkung. Mahlzeiten kosten 20% weniger Nahrung. Küchenalbtraum hier vorne. Euer nächster Kriegshäuptling kann kostenlos rekrutiert werden. Die Abklingzeit für das Wiederbeleben von Kriegshäuptlingen ist um 50% reduziert. Hier unten ist es noch auf Englisch. Das ist ein kleiner Bug. Crowns, 10%. Du generierst für Crowns. Für die Mahlzeiten. Alle Mahlzeiten generieren +2 Zufriedenheit. Und weiter hinten Kohlportage, meine Güte, ein anderer Clan kann mit einer neutralen Fraktion Freundschaft schließen, die euer Verbündeter geworden ist. Diese Fraktion hat +20% Verteidigung gegen
jeden eurer Feinde. Außerdem wird sie ihnen gegenüber aggressiver. Dies gilt auch für Jöndner. Eure Einheiten können in den Hoheitsgebieten dieser Fraktion Tarnungen erhalten. Das ist das Ganze, was man hier dazu nehmen kann. Da haben wir jetzt einen Holzfäller mit drin. Hier oben sind die Kochrezepte drin. Und dementsprechend braucht man hier auch Fleisch, Fisch, Gemüse und Pilze. Und dementsprechend kann man sich das Ganze hier auch zusammenwursteln. Und dementsprechend gibt es auch unterschiedliche Bonusse dafür. Jetzt mache ich bloß noch schnell den Speer fertig. Gut, der kann gleich mir ansetzen. Und zwar hier. Wildbret mit Ratatouille. Erhöht Nahrung, Holz, Crowns und Wissen um 3, 5 und 7, 1 Monat lang. Das ist, glaube ich, öfters man es nimmt. Fleisch, Eintopf, reduziert den Verbrauch von Nahrung und Holz im Winter um 15%. Erhöht den Speergeschwindigkeit um 30%. Speer sind beim Spähen immun gegen Schaden, auch für 1 Monat lang. Meeresfrüchtebuffet erhöht die Verteidigungskraft um 5%, ihr habt die Geschossresistenz um 5%, 1 Monat lang. Paniertes Fleischfilet beschleunigt das Schmieden um 50%, ihr habt die Aufbaugeschwindigkeit um 50%, also alles um 1 Monat. Eine Fischsuppe, die Gesundheit von Einheiten in einem Hoheitsgebiet oder in neutralen Gebieten regenerieren sich langsam im Laufe der Zeit. Neue Dorfbewohner treffen 10% schneller am Gemeindehaus ein. Und Waldplatte erhöht die Angriffskraft um 5%, militärische Einheiten erhalten 20% militärische Erfahrung. Gut, jetzt gucken wir hier mal schnell. Ah, das Sackgasse. Dann gib hier mal Gas drauf. Haben wir hier. Haben wir das. Ich will es hier unten nehmen. Wie schaut es hier aus? 6. Okay, hier habe ich noch für einen Platz. Dann können wir hier das Feld drauf bauen. Das machst du gleich. Wir können. Wie viel haben wir Platz? 3 Eisen haben wir hier. Bauen wir gleich die Hütte dazu. Edelsteinvorkommen. Okay, ist mir auch neu. Dann haben wir hier. Du kannst hier noch Gas geben. Oben haben wir den. Hier haben wir einen Wolf. Bauen. Mal Holz, da sieht man das alles. Sehr gut, du kannst hier rein. Du kannst hier rein. Und du kannst hier das Wissen abgreifen. Dorfbewohner, kannst hier rein. Holz mitsammeln. Dass wir wieder schneller sind. Dann haben wir die 3 durch. Gut. Sehr gut, du bist hier mit drin. Du baust den Eisen. Oh, jetzt gibt es auch noch Stress. Was ist das? Hier ist der Herd. Der Herd. Ist der jetzt weg? Nein. Ansonsten muss ich alles zusammenpacken und darüber. 40. Nehme ich das da oben mal. Wie viel Platz haben wir denn hier? 3. Wir brauchen ein Haus. Dann fehlt schon wieder an Holz. So, komm mal hoch und bau. Mal hier haben wir Fisch. Dementsprechend gibt es auch Zutaten pro Feld. Darfst du hier erkunden. Jawohl, kannst du hier mal das. Da kannst du durchgucken. Das erste haben wir durch. Schärfere Äxte. Kriegshäuptling. Nehmen mal die scharfe Axt mit. Ja, ich weiß. Einer ist kräftig angeschlagen. 60 Holz.
Es beginnt bald die Hamsterzeit. Ist auch komisch, dass jetzt in Kommazahlen angegeben wird. Das wundert mich. Ausbildelager, Verteidigungsturm, Holzturm. Wir machen mal den Herd hier oben. So, gleich sind wir da. Winter! Winter! Winter, Winter! Heilerhütte brauche ich. Eine bauen dann. Holzfäller haben wir. Das ist die Schmiede, da haben wir die Heilerhütte. Gut, geh mal rein. Okay. Was ist das? Dann gibt es hier auch mehr. Ah, Power. Okay. Das ist die Schmiede. Wir haben Gold und Ding erhalten. Aufstocken. Und hier Nahrungssilo. Ich brauche kein Nahrungssilo. Wo ist er denn? Hier. Dann machen wir fix weiter. Ach, geh hier hin. Mhm. Ach, brauche ich hier. Wo kriege ich denn jetzt wieder den Helden her? Darum kriege ich. Ich muss hier echt das Ausbildungslager bauen, eh. Wie viel haben wir hier? Zwei Stück sind da drin, ne? Wir verbrauchen mehr im Winter. Jetzt bin ich mal gespannt, wie viel. Aber ich glaube, die Elf werden das übersteigen. Rekrutieren, Bevölkerung, Heiler. Ja. Oh, Nahrung, okay. Das wundert mich jetzt. Zwei Schaben, boah, drei Wölfe, ey. Eieiei. Fünf Stück, dann können wir das auch wieder abreißen. Stock, der Marktplatz und der Handelsposten. Jetzt haben wir genug. Ja, dann bauen wir da oben das Ausbildungslager hin. Hier. Der wird ja auch bald fertig sein. Soll der mal da hochpesen. Das fix machen. Wildbären. Erhöht Nahrung, Holz, Crowns, Wissen. Ein Monat lang. Wie viel haben wir denn hier noch? Drei. Ganz gut. Da sind nämlich auch böse Sachen drin. Ich denke, hier unten mache ich eine Heilerhütte. Eine Heilerhütte. Na. Schwierig, ey. Was 55, jawohl. Sind wir auch bald durch. Dann attacken wir den hier mal. Dann können wir hier unten. Ja, das weiß ich. Heilerhütte. Ach, die packen das. Na,
Ach so, wird schon gebaut. Ist natürlich noch besser. Wie siedeln wir? Wir haben genug Wissen. Rekrutieren. Medizin. Rekrutieren. Und um die Mahlzeiten. Was haben wir hier? Gut, der ist down. Den hauen wir weg. Dich machen wir normal. Und unten müssen wir erstmal aus dem Tief rauskommen. Sehr gut. Du gehst hier rein auf Raubzug. Wir schnappen uns. Ich will Ruhm. Bring mir den Ruhm heim. Als Fällerhütte. So, gib Stoff. Dann haben wir hier 3 Wölfe, 2 Wölfe, da habe ich das Nahrungsgebiet. Was haben wir denn hier? Okay. Gibt es da die Heilerhütte? So, kannst du auch hoch. Geht ihr zu zweit da rein. So, Magmastrom. Magmastrom, das ist der hier. Da können wir schmieden. Achso, die Holzfäller kommen. Das ist der Holzfäller. Brauchen wir die Heilerhütte. Gut, da kommt hier unten noch einer. Hier hin. Die sammeln, glaube ich, auch Nahrung passiv. Dann können wir hier das Steinverkommen dann noch abbauen. Ach, der kann da mitmischen. Nebel. Ja, oh, bleib mal ruhig hier. Meine Güte. Was machst du? Kannst auch da oben mit rein? Ich auch nicht, was du zu tun hast. Dann gehst du auch mit hier hoch. Du hast, glaube ich, auch nichts mehr zu tun. Dann gehst du hier unten mit rein. Du kannst wieder Dinge machen. Dich nehme ich mit hier hoch. Ja, bringt eigentlich gar nichts. Dann geh mal als Späher mit. Ja, der ist nämlich verletzt. Dass wir das hier schaffen, da weiter voranzukommen. Der guckt da gerade. Dann kannst du hier schauen. Dann ziehen wir den dann zurück. Steinbruch ist durch. Alle geheilt. Ach so. Ja, kann schon dranbleiben. Müssen bloß einen nach dem anderen machen. Mein Held ist da. Zweimal. Wir haben wieder was. Zufriedene 35er voll zufrieden auf Grundlage der Bevölkerung. Wir nehmen mal die Mahlzeiten. Vielleicht schaffen wir es da mit dem Ruhm. Boah, ist ja echt gar nichts, ey. Yo, attack mal. Haben wir die Viecher kaputt hier. Du kommst ins Gebiet. Dann gönnen wir uns das. Dann bauen
bauen wir da weiter? Was können wir da machen? Fisch. Dass wir da auch mehr Nahrung haben. Setzen wir hier Lusterhanne hin. Schicken wir da jemanden von da unten da hoch. Und wir bauen oben nochmal. Was bauen wir denn? Jagdhütte kommt noch. Häuser. Bauen wir nochmal ein Haus oben hin. Ja, tatsächlich. Die haben alle was zu tun, ey. Oi, oi, oi. Baut ab. Machen Holz. Müssen wir echt auf die hier unten warten, ey. Ah, da kommt schon jemand. Der guckt auch langsam durch. Fischerhütte ist durch. Ah, top. Oh, soll ich dich doch heilen lassen, Mensch. Ein Tarni. Wie viele haben wir hier drin? Drei Wölfe. Gut, hier rein. Nächste verletzt. Also, dann attack die Wölfe mal. Batch die mal nieder. Ach, das Haus müssen wir auch aufbessern bei 10. Wie viel haben wir denn? 5. Wo geht denn die Nahrung hin, ey? Denn hin, Mensch? Verbrauch. Verbrauchen wir so viel, oder was? Boah. Ja, Winter, ich weiß. Boah, Hölle. Auch nervig, ey. Ich habe von jedem eins. Komisch, jetzt sind wir wieder ein Plus. Komisch. Kontakt zum Rabenclan haben wir. Zwei Wölfe, da sind die Walküren. Da ist der Brunnen. Ach, stimmt ja. So, wo sind sie hier unten? Vollgas! Lauf, lauf. Gut, der ist down. Lass dir die Finger weg? Ja. Gut. Guti, 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 gut. Wir sind mit dem Ruhm echt übelst hinterher, ey. Mhm, ist der Kriegshäuptling. Was brauchen wir denn noch? Der Sicherheit. Jo, dann nehmen wir den. Das ist kein Prop. Minus 15 E. Ah, das... Weil die kämpfen, ist es deswegen...
Warum sind die Depri? Noch mehr Zufriedenheit, ja was? Oh, hau mal da die Zufriedenheit wieder hoch. Hütter verbrauchen Winter, ja, das ist klar. Okay. Ich hau hier in den Cut rein. Dann geht's in der nächsten Folge weiter. Somit sage ich danke fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Servus.